Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Ein neues Apple-Gerücht haben wir hier. Die wollen ja momentan überhaupt nicht aufhören. Diesmal ging es um iOS 5 und MobileMe, was wir ja bereits schon beim iPad 2-Event so ein bisschen gehofft haben zu sehen, was aber nicht kam, was jetzt aber eigentlich überfällig ist. Und das Ganze soll jetzt laut meckerkopf.de, ausnahmsweise mal eine deutsche Website, die das Gerücht jetzt erstes aufwirft, Anfang April dann soweit sein. Das würde zeitlich wunderbar passen, denn man rechnet ja mit einem Release zur WWDC da, wenn auch das iPhone 5 kommt und vielleicht auch Lion kommt. Und das Ganze muss ja natürlich so 2, 3 Monate vorher passieren, da Apple dann den Entwicklern immer Zeit gibt, diese neue Features, die sie dann sozusagen mit dem iOS 5 einführen, dass die Entwickler halt diese Features in ihre Apps einbauen können, dass direkt zum Release viele, viele Apps mit den neuen Features ausgestattet sind. Und das ist für uns halt immer auch sehr, sehr praktisch und wir wissen schon, was sozusagen kommt. Daher passt April hier wunderbar. Und Mackekopf listet hier mal so ein paar Sachen auf, die möglich sind. Ich lese das Ganze mal hier vor. Wenn es nach den Wünschen vieler iPhone, iPad und iPod Touch Besitzern geht, soll das Multitasking und der Benachrichtigungsdienst mit iOS 5 deutlich verbessert werden. Gleichzeitig wird eine engere Verknüpfung mit MobileMe und sozialen Diensten erwartet. PhotoStream, MediaStream und Find My Friends gelten hier als Stichworte. Sobald die Katze in Form vom iOS 5 aus dem Sack ist, kann sicherlich auch das eine oder andere Feature des iPhone 5 erahnt werden. Genauso sieht das Ganze aus. Wir haben schon viele Erwähnungen zu diesen angesprochenen PhotoStream, MediaStream und Find My Friends Diensten. Wir wissen, dass MobileMe momentan nicht mehr zu kaufen ist. Wir hoffen, dass das Ganze kostenlos kommt und dass diese Dienste auch in Verbindung halt mit MobileMe und iOS 5 agieren. Der neue Benachrichtigungsdienst und Multitasking sind so Sachen, die wir uns halt wünschen, zu denen es jetzt, glaube ich, nicht wirklich konkrete Gerüchte gab. Bei dem Benachrichtigungsdienst gibt es hier einen wunderbaren Artikel auf TechCrunch. Das hat irgendwer auf Postures gepostet, ich weiß nicht mehr genau, wie er hier heißt. Der zeigt, wie man mit Benachrichtigung ist, ja, wenn ihr zum Beispiel ein SMS kriegt oder so, dieses Pop-up, dieses blaue, was wirklich nervig ist, gemeint. Und das Ganze könnte man halt um einiges verbessern und er zeigt es hier meiner Meinung nach wirklich am allerbesten. Das sind von den Vorschlägen, die ich bisher gesehen habe, wirklich richtig, richtig gut umgesetzt. Das Ganze sieht so aus. Hier habt ihr es. Wir können mal gucken, ob das hier die Quelle ist. Genau. Sean Hickman heißt der Ganze. Und die Seite lädt nicht. In der Zeit zeige ich euch hier ganz kurz mal, wie er das aussieht. Also ihr habt sozusagen ein Pop-up, was von unten hochkommt, wo ihr rechts das Ganze schließen könnt, falls ihr es nicht mehr wollt. Ihr könnt weiterarbeiten. Das unterbricht sozusagen nicht euren Workflow. Das Gute ist, dass es von unten kommt, da wenn ihr das Gerät mit einer Hand haltet, unten kommt ihr immer ran. Oben ist halt wirklich schwer ranzukommen. Da müsst ihr meistens eine zweite Hand noch dazu nehmen. Daher ist unten in dem Fall besser. Er hat gesagt, oben kommt es nur dann, wenn ihr unten eine Tastatur habt, ausgefahren, sozusagen die virtuelle Tastatur, weil dann würde es unten natürlich stören, daher kommt es dann von oben. Und sehr, sehr genial von ihm, die Idee ist wirklich wunderbar, dass da, wo momentan Spotlight ist, dass dazu auch noch ein Notification-System dazukommt, das dann so aussehen könnte. Wirklich sehr, sehr geil. Und auch hier der rote Dot, auch hier oben haben wir es, deutet dann ganz dezent darauf hin, aber jeder kann es sehen, wirklich ganz, ganz dezent, dass ihr noch Notifications habt, die ihr nicht sozusagen wahrgenommen habt oder als gelesen markiert habt. Und das ist wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Ich finde, das ist absolut perfekt. Wenn Apple das genauso übernehmen würde, wäre ich absolut zufrieden. Vielleicht macht Apple sogar besser. Wir sind sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt hat auch endlich hier die Website geladen. So ist nämlich hier das alte, dieses blaue Fenster hier. Das unterbricht halt alles und das ist wirklich nervig. Und er stellt sich das Ganze halt in dem Sinne vor, dass ihr hier dieses Pop-up habt. Das könnt ihr dann hier auf diesem X dann schließen. Oder und dann halt hier rüber geht zu da, wo Spotlight ist, dann habt ihr die Auswahl hier zwischen Notification und Spotlight, denn Spotlight nutzt man nicht wirklich oft. Ihr benutzt dann noch ein paar, spürt dann noch ein paar Stichpunkte an, dass er halt zum Beispiel keine Icons hier in die Menübar hinzufügen wollte, wie bei Android, weil das Ganze ja jetzt schon ziemlich voll ist, man sieht es hier. Und dass er halt gesagt hat, jetzt muss ich überlegen. Genau, dass er hier auch die Notification halt von oben lassen kommt, falls ihr ein Keyboard, eine virtuelle Tastatur ausgefahren habt. Ups, da muss ich mal ganz kurz weg. So.
Was wir hier sehen, ist von Mackelkopf, wie gesagt, der Artikel dazu, der auch um die ganze Apple-Welt ging. Viele weitere Dienste, die ich mir wünsche, habe ich mal in einem Video zusammengefasst und kann ich hier mal so ein bisschen anführen. Diese Fotostream, Media Stream und Find My Friends sind ja alles so ein Social-Dienst.